Ja, ich muss mich kurz noch mal von der ordnungsgemäßen Sitzordnung überzeugen. Markus links, Tim rechts. Also wir können anfangen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Meisterschaftsspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln. Die Partie endete vor 9.700 Zuschauern 1:1. Ich begrüße die beiden Trainer, Markus Anfang vom 1. FC Köln und Tim Walter. Markus, eine neue Tradition, du musst anfangen hier in Kiel. Ja, hallo zusammen. Ja, ist natürlich für uns hinten raus, muss man sagen, ärgerlich. Wir haben war ein Spiel, glaube ich, insgesamt mit vielen Standardsituationen, mit wenig Torchancen im Allgemeinen. Wir haben jetzt in der ersten Halbzeit, haben wir es dann phasenweise nicht so ausgespielt, wie wir es hätten ausspielen können. Sind trotz alledem dann 1-0 in Führung gegangen, haben auch vorher ein, zwei Situationen gehabt, die wir besser abschließen können. Dann kann vielleicht das eine oder andere mehr passieren. Dann, ich glaube, haben wir auch generell in der ersten Halbzeit bis auf die Standardsituation keinen großartigen Torschuss zugelassen. Und in der zweiten Halbzeit dann, muss man sagen, da haben wir in der Phase so um die 50., 60., vielleicht sogar bis zur 70. Minute haben wir mehrere Kontermöglichkeiten gehabt und dann noch die Chance von Simon, dann die Chance von John noch gehabt. Und ich glaube, wenn wir da in der Phase das 2-0 machen, dann haben wir die drei Punkte auch sicher. Und es ist wahnsinnig ärgerlich, gerade wie das Tor zustande kommt. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Wir haben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit keinen Torschuss bekommen, den wir in irgendeiner Form abwehren mussten, auch wenn Standardsituationen da waren und wenn Kiel dann auch viel nach vorne geworfen hat. Aber ich glaube, insgesamt, wenn du dann so ein Tor bekommst, dann musst du dich auch ärgern. Das ist halt schade. Die Jungs haben sich nicht belohnt. Insgesamt ist die Situation halt so, wir haben vor dem Spiel ja schon den einen oder anderen Ausfall gehabt. Dann haben wir beim Warmmachen nochmal einen Ausfall gehabt. Dann haben wir in der ersten Halbzeit nochmal einen Ausfall gehabt. Ich finde, die Jungs, die dann reingekommen sind, haben das richtig ordentlich gemacht. Und muss man auch Respekt vorzollen, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn du dann reinrutschst. Matze Lehmann war lange verletzt und ist dann eigentlich als 19. mitgefahren und wird dann eingewechselt und stellt sich dann auch der Situation. Ist ärgerlich, wie gesagt, für uns. Wir nehmen den Punkt mit, auch wenn es hätten drei sein müssen eigentlich. Aber insgesamt, glaube ich, können wir damit leben, auch auswärts mal einen Punkt geholt zu haben, auch wenn wir bis dato auswärts jedes Spiel gewonnen haben. Insgesamt, glaube ich, ist die Situation gut bei uns. Jetzt müssen wir uns vorbereiten und müssen zusehen, dass wir zu Hause dann den Dreier holen. Dankeschön. Danke, Markus. Tim, was sagst du zu dem Spiel? Hallo zusammen erstmal. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein bisschen zu passiv waren, gerade was das Spiel gegen den Ball anbelangt. Ja, da hätte ich mir schon mehr Aktivität von meinen Spielern erwartet, mehr Druck auf den Ball. Einfach aggressiver nach vorne zu verteidigen. Haben es dann ein bisschen tiefer gespielt, haben aber keine Torchancen zugelassen. Trotzdem ist dann der Weg unheimlich weit nach vorne. Und vor allem hat mir dann im Spiel mit Ball, vor allem in der ersten Halbzeit, so ein bisschen die Kreativität und der Mut auch gefehlt. Ja, viel mehr Situationen ruhiger auszuspielen. Da haben wir zu schnell und zu häufig den Ball wieder verloren. Das war meiner Meinung nach nicht gut. In der Halbzeit haben wir das dann angesprochen, waren viel aktiver gegen den Ball. Ja, sind auch heute ein bisschen oder ein wenig mehr gelaufen als das letzte Spiel. Ja, wo wir dann letztendlich auch im letzten Spiel sehr viel Pech hatten. Heute haben wir das Glück gehabt. Aber ich glaube auch, dass wir aufgrund der zweiten Halbzeit, weil wir da sehr viel Ballbesitz hatten und die aktivere Mannschaft waren gegen einen gut oder hochkarätig besetzten Gegner, der letztendlich Córdoba noch nachlegen kann. Ich bringe Noah Awuku, einen 18-jährigen A-Jugendspieler. Ich wollte auch mal jammern auf diesem Niveau, aber wie gesagt, ich bin mit meinen Jungs sehr zufrieden, weil sie alles in die Waagschale geworfen haben und wir haben teilweise auch richtig gut Fußball gespielt und von daher, also Hut ab von meiner Truppe. Danke. Vielen Dank, Tim. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Gibt es nicht, dann bleibt noch der Hinweis darauf, dass unsere U23 am Sonntag um 15 Uhr in Prohnsdorf gegen den 1. FC Germania Egesdorf Langreder spielt und wir das nächste Heimspiel am 31. Oktober gegen den SC Freiburg bestreiten, die zweite Runde im DFB-Pokal. Markus, dir und deine Mannschaft eine gute Rückreise und eine gute Saison und ja, schönes Wochenende noch.